Sieht gut aus. Ja, von hier oben finde ich schon. Und wo geht's hier aufs Dach? Hier ging's aufs Dach. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir hier richtig sind. Wir müssen letztendlich da hinten hin. Ich wage zu bezweifeln, dass wir da hinkommen. Ich wage stark zu bezweifeln, dass wir da hinkommen. Aber ich glaube, ein Versuch ist es wert. Du bist gematscht. Hier geht es weiter. Hier hinten auch. Und hier müsste es rüber gehen. Genau, hier waren wir aber schon. Na toll. Kommen wir aber nicht in die Kathedrale. Das wäre das Einzige, was mir eingefallen wäre, dass man da oben... Hallo Krähe. Dass man da oben in die Kathedrale kommt. Aber da ist ja wirklich gar nichts, was darauf hindeutet. Einen dunklen Weg müssen wir finden in die Kathedrale. Ich weiß es nicht. Hallo Rabe. Warum liegt ihr hier noch? Ich weiß es nicht. Hey du, du siehst ein bisschen tot aus. Kann ich dir helfen? Nö? Naja, okay. Der macht bestimmt... für alle Minderjährigen, der macht nur... Der hält einen Sonnenbad, ne? Also, ne? Der ist so... Gerade mit Maske auf, damit er nicht so wirklich braun wird, aber der genießt die UV-Strahlen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht hier runter, aber... Ich glaube, ich gehe trotzdem... Nein, ich bin hier falsch. Hier will ich doch gar nicht hin. Nein, ich will hier nicht hin. Lass mich, da sitzt noch ein Rabe. Hier sitzen überall Raben rum. Ich muss doch Blümchen. Und zwar noch ein gutes. Da können wir so einen Mana-Trank draus machen. Töten, 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 töten. Der Spider-Man. Oh, die Treppe war zu kurz. Entschuldigung. Ha, ich bin schwer am Überlegen, wie wir in diese Kathedrale reinkommen sollen. Ui, ui, ui. Oi, 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 oi. Ladebildschirm. Das geht so schön schnell, das finde ich gut. Finde ich gut, ausgezeichnet. Du bist nur ein Bürger, das heißt, du bist unwichtig. Du bist auch nur ein Bürger. Tja. Denn bin ich mal wieder ratlos. Wir könnten jetzt natürlich auch diese Banditen-Befreiungs-Assassinen-Quest machen. Aber ich möchte eigentlich in die Kathedrale. Wo ist denn der Hauptmann? Wo war die Garnison der Wache? Da drüben, ne? Ich glaube, sag doch mal. Erzähl. War doch hier, ne? Ich glaube schon. Ja. Ich bin richtig. Mann, ich kenne mich hier schon richtig aus, ohne auf die Karte zu gucken. Ist ja der Wahnsinn. Hauptmann. Ja. Hast du etwas über die entführte Erbin gehört? Du bist wohl die Person, die Callisto für den Auftrag angeheuert hat. Nun, an dem Tag, an dem Callistos Mädchen entführt worden ist, hat ein Wachmann diese seltsamen Kerle mit den langen Hüten gesehen. Gerüchten zufolge gehörten sie einem alten Orden der Assassinen an. Der Orden wurde wohl zerschlagen. Aber seitdem ziehen ein paar Übriggebliebene durch die Stadt und verbreiten Angst und Schrecken. Sie scheinen sich in den Katakomben eingenistet zu haben, hier im inneren Bezirk. Vielleicht findest du sie da unten. Bis später. Ach ja, dann bleiben wir wohl doch erstmal ein bisschen im inneren Bezirk und werden die Katakomben auseinandernehmen. Denn jetzt müssen wir da nämlich die Brackläufer töten und dieses Mädchen finden. Das heißt, wir haben zwei Quests. Das heißt, es lohnt sich, da runter zu gehen. Das heißt, da ist ein Blümchen. Blümchen, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich komme dich zu holen. Blume. So. Wo geht's in die Katakomben? Blümchen, ich sehe dich. Hallo Blümchen, ich komme. Hallo Blümchen, da bin ich schon. Blümchen. Schön. Okay, Katakomben. Hallo. Ich hab dich gesehen. Hallo Blümchen, ich komme, um dich zu holen. Hallo, da bin ich schon. Blümchen. Und jetzt möchte ich trotzdem mal in die Katakomben endlich. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist ein Eingang. Oder? Nanu? Nanu? Blümchen.
Und noch ein Blümchen. Das sind alles doofe Blumen, die kann ich gar nicht gebrauchen. Tja. Und die Katakomben habe ich immer noch nicht gefunden. Sage mal. Hier ist doch bestimmt alle 2 Meter so ein Loch in der Wand und ich sehe es nur gerade nicht. Hier nicht, hier auch. Oh, guck mal, da kann ich durchgucken. Das ist jetzt neu, das sind die transparenten Ziegelsteine. Die gibt es nur in Venedig. Das ist der absolute Hammer. Oh Gott. Hallo. Katakomben. Da. Mann, Mann, Mann. Sieht gut aus. Nee, ich finde nicht so. Ich finde, hier sieht es ganz schön dunkel und doof aus. Und da hinten, da springe ich einfach durch den Backstein durch. Das ist total easy. Mit dem Kopf durch die Wand. Warum ist mein Bildschirm schwarz? No! Ja, ja, warum war der Bildschirm schwarz? Mir ist gerade das Spiel abgeschmiert. Aber ich lasse mich nicht beirren und sammle alle Blumen nochmal auf. Yippie-yay. Nein, werde ich nicht machen. Ich sammle jetzt nur noch die hier auf. Und nehme es so hin. Und ja, die hier, weil die gerade so auf dem Weg liegt. Aber da hinten schwimme ich jetzt nicht nochmal hin. Da bin ich gerade echt in die Katakomben rein und der Bildschirm wurde schwarz. Also ich habe gesehen in der Aufnahme, die zum Glück noch ganz war, also ich kann das alles so hochladen. In der Aufnahme war der Ladebildschirm zu sehen. Ich habe den Ladebildschirm nicht gesehen. Bin gespannt, was jetzt passiert. Na? Ladebildschirm, sieht gut aus. Tja, da weiß ich nicht, was da passiert sein kann. Ich weiß nur, dass ich mich gerade... Der ist gerade aus dem Wasser da langgekrabbelt? Hä, was? Der ist gerade aus dem Wasser da hochgekrabbelt. Habt ihr das gesehen? Das war mal voll eklig. Hallo, Brackläufer. Okay, 3 Hits und tot ist sehr genehm. Da hinten steht gleich der nächste. Nee, das ist nur ein Blümchen. Blümchen. Wo gehe ich jetzt lang? Ach du Scheiße. Da kann ich oben wie unten wahrscheinlich rum. Naja, ich gehe erstmal hier lang. Hallo? Hallo? Immer geht's da. Hallo? Hallo, hallo. Hier ist die Scarlett. Hallo, Brackläufer. Hier ist immer noch die Scarlett. Tschüss, Brackläufer. Ach, da steht eine Wache, guck mal. Warum auch immer da eine Wache steht. Da sind Assassinen. Ich glaube, wir haben es schon gefunden. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ist okay. Rampage! Yes, sir! Ach, guck mal, Was ist das Blaue? Ist das Brackläuferblut oder ist das irgendwas anderes, was nur komisch leuchtet? Ich glaube, ich nehme die beiden da vorne mal auseinander. Wenn mir jetzt hier nicht noch was anderes entgegenspringt, da ist auch noch ein Weg. Mensch, zum Glück gibt es hier nicht viele Wege. 3 Assassinen. Kein Ding. Peanuts. Warum sehe ich keine HP von dem? Danke. Ich habe gehört, Assassinen sind ganz schön doof. Außer Ezio oder Enzio oder ich weiß immer noch nicht, ob er Enzio oder Ezio heißt. Der ist natürlich cool, aber der Rest ist doof. Und guck mal, die machen richtig viel Schaden. Ich hab voll Angst vor euch. Tschüss. Mitgenommen. Und eigentlich wollte ich nur ein Stündchen aufnehmen und bin schon wieder 1,5 Stunden dabei. Tja, ob jetzt hier ein... Ach, schon wieder falsche Waffe. Ob jetzt hier ein Schlüssel oder sowas drin ist? Na, Schlösser, nein. Wieder dasselbe Farbenspiel. Gelb, blau, grün, blau, blau, rot. Gelb, blau, grün, blau, blau, rot. Wow.
Tja, kein Schlüssel drin oder so. Hätte ich jetzt gedacht. Da ist noch eine Truhe. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Oder wir haben sowas gefunden als Item. Nein, ich habe nicht hingeguckt. Ich glaube grün, gelb, grün, blau, blau, rot. Ja, grün, gelb, grün, blau, blau, rot. Gerade so richtig gedeutet. Ich habe nur noch den rechten Fuzzi aus dem Augenwinkel irgendwie was tun sehen, aber was genau, weiß ich nicht. Vielleicht hatte einer von den Assassinen was dabei. Ich gucke jetzt aber auch nicht nach, weil das werden wir dann schon sehen, wenn es soweit ist. Da geht's auch noch lang. Kurz auf die Karte gucken. Da ist ein großer Raum. Ich möchte in den großen Raum gehen. Das ist da vorne rechts. Hier nämlich. Das riecht nach einer Quest. Nach einer Brackläufer-Quest. Ich sehe euer blaues Blut auf dem Boden. Und ich werde es vermehren. Bluten ja gar nicht. Warum ist hier überall blau und leuchtet und hä? Und Dings und Bums? Hast du nicht gesehen? Wo ist die Königin? Königin? Oh. Die sieht böser und anders aus als die Königin von neulich. Ich möchte dich mal angreifen. Und ich ziehe mich zurück. Epische Kampfmusik. Au, 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 au. Aua. Ich hasse den Hammer. Damit braucht man immer so lange. Ein Tränkchen geschluckt. Und mal eben schnell einen Brackläufer getötet. Okay, er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Ich bin nicht schweigsam, weil ich diese Musik so... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt bräuchte ich eigentlich so ein Pulsmesser. Ja. Okay. Habe ich auch mal überlegt, ob ich mal... Ich habe das woanders aufgeschnappt, natürlich. Das ist wie immer nicht meine Idee. Aber ob ich mir mal beim Spielen so eine Pulsuhr umschnalle. Weil ich das einfach enorm interessant fände. Wäre natürlich bei Horrorspielen oder Shootern oder was weiß ich viel interessanter als hier. Aber ich denke, auch hier wäre das irgendwie cool. Vielleicht mache ich sowas mal. Als Spezial oder so. Ist nur so eine Idee. Aber wenn ihr das cool findet, dann schreibt mir das doch mal drunter, ob ich das machen soll. Und wenn keiner drunter schreibt, ich soll das machen, dann mache ich das nicht. Weil dann ist das halt nicht cool. Weil was ihr sagt, ist cool. Und das zählt. Nein, du greifst mich nicht an. Nein, du greifst mich nicht an. Dankeschön. Die sind wir los. Den möchte ich noch mitnehmen. Naja, komm. Habe ich gerade die 5 gedrückt? Was auch immer das gemacht hat, das hat ihn nicht beeindruckt. Ist hier hinten jetzt noch einer? Warum ist die tolle Musik weg? Das ist jetzt doof. Ich will noch mal raus und wieder reinlaufen. Ach nee, jetzt ist wieder die Standard-Höhlenmusik. Ich merke schon. Hier greift... Ist das dein Ernst? Ich glaube, da ist gerade jemand im Boden verschwunden. Und rennt jetzt da unten rum. Deswegen kommt hier gerade die Angreifmusik. Okay, ich nehme eine Salbe. Ich werde an dieser Stelle mit euch zusammen speichern und werde diesen kleinen, aber feinen Boss dort besiegen. Hoffentlich.